Ja, grüß euch. Wir haben ja gesagt, wir lassen euch bei unserem DITS-Projekt teilhaben. Wir machen heute 3 Stagen von APR. Das wollen wir alles verfilmen und am Prüfstand alles messen. Und den Rest sagt euch der Luca. Ja, genau. Ist eigentlich cool, dass ich schon beim zweiten Video bei dir dabei sein darf. Wir haben euch mal, also wir werden es euch hier gleich mal zeigen, oder ihr könnt mal kurz einmal hier runterschwenken. Wir haben ein paar Teile mitgebracht. Und man kann eigentlich schon fast sagen, es ist heute wie so eine Art Marathon. Wir haben schon ein bisschen Verspätung, es ist jetzt 12.01 Uhr und wir möchten Serie, Stage 1, Stage 1 Plus, Stage 2 und Stage 3, also alle Teile hier verbauen und jedes Mal auch sogar wieder eine Leistungsmessung machen. Und deswegen, wir haben sowas noch nie gemacht, alle sind, glaube ich, aufgeregt, freuen sich auf den heutigen Tag und ich würde sagen, wir legen los, oder? Sicher, klar. Also wir haben das Auto jetzt am Prüfstand aufgespannt. Das Auto ist hundertprozentig serienmäßig und sie streuen normal leicht nach oben die 5 Zylinder und lassen uns überraschen, was da kommt. Die Firma APR spült jetzt Stage 1 auf und dann machen wir die nächste Messung. Jürgen hat es ja gerade gesagt, ich spiele euch jetzt erstmal die Stage 1 auf den TT. Besonderes Feature hier ist, wir können 4 Datenstände gleichzeitig aufspielen. Das heißt, man kann dann am Tempomatenhebel zwischen den Datenständen wechseln. Was heißt das? Ich kann zum Beispiel 102 Oktan Abstimmung, 100 Oktan und 98 Oktan Abstimmung gleichzeitig draufladen. Und wenn ich dann halt irgendwo mal an der Tankstelle bin, wo ich kein 102 habe, sondern nur 98, kann ich das einfach am Tempomatenhebel umändern, sodass ich dann immer mit der richtigen Software fahre. Und das Ganze machen wir sogar so weit, dass wir Seriensoftware auch mit aufspielen. Und dann kann man wirklich am Tempomatenhebel, wir müssen nur kurz anhalten, Zündung aus, Zündung an, Seriensoftware auswählen und dann hat das Auto wieder 400 PS. Wofür ich ja heute eigentlich hier bin, ist ja auch so ein bisschen um das Thema rundherum zu erzählen. Das heißt, was wir jetzt hier eben bei der Stage 1 machen, ist wie gesagt nur die Software. Die kostet 1890 Euro und ist jetzt so mit Straßenzulassung und auch, wenn ihr das wollt, mit der optionalen APR Care, das ist ja so unser Werksgarantieersatz, erhältlich. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel 06/2018. So, jetzt hat das Auto ja sowieso 2 Jahre Werksgarantie, also bis 06/2020. Und wir könnten jetzt einfach diese restlichen 6 Monate könnten wir jetzt noch mit der APR Care versichern. Und dann hättet ihr komplett die Neuwagengarantie ersetzt. Das heißt, wir übernehmen alles unlimitiert. Ich sage immer das Beispiel, der Motor geht 10-mal kaputt. Ihr kommt 10-mal zu uns und bekommt 10-mal einen neuen Motor, ohne dass ihr 1 Cent bezahlen müsst dafür. Das ist halt so, mal das Besondere jetzt an der Stage 1. Wir gehen das Ganze sogar noch ein bisschen weiter. Eben nachher wird noch die Stage 1 Plus folgen und dort haben wir auch alles mit Gutachten und auch mit diesem Garantieerhalt. Aber ansonsten, ja, wir warten mal kurz noch und dann schauen wir, müssten 476 PS und 635 Newtonmeter müssen rauskommen circa. Die erste Messung haben wir durch und das Ergebnis schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was sagst du, Luca? Ja, auf jeden Fall. 476,14 PS und 633 Newtonmeter. Das ist gut, ja? Auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ein guter Anfang jetzt für die Stage 1. Und also ihr müsst mal hier schauen, wir haben gefühlt, die Messung war jetzt vor 1,5 Minuten fertig und das Auto ist schon weg vom Prüfstand, schon oben auf der Hebebühne. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie wir so um 24-Stunden-Rennen und irgendwas ist jetzt gerade kaputt. Aber ja, eben Zeitplan ist straff und jetzt geht's weiter, Stage 1 Plus.
wir Stage 1 Plus. Ganz wichtig ist die Drehmomentstütze, wenn man einen Launchstart macht. Das lockt relativ an die Karossen an, also mit dem Teil dann nicht mehr, mit der Drehmomentstütze. Dann wichtig ist der Catchtank, bis das geht, weil da kommt immer mit der ersten Stage schon leichtes DSG-Öl raus und wir verbauen auch die Ansaugung jetzt und die Ladung. Ja, wir sind schon wieder hier auf dem Prüfstand. Rekordzeit, glaube ich. Wir haben es noch nie so schnell geschafft, irgendwie Turbo-Inlet, Open-Air-Intake, Ladeluftkühler zu verbauen. Und vor allem noch bei unserem Ladeluftkühler muss man ja die Crashbar wechseln. Und selbst das haben wir jetzt geschafft. Wir sind also jetzt relativ gut in der Zeit. Wir spielen jetzt gerade die Software auf. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal gleich nochmal an. Alles klar, ja. Machen wir, ja. Genau. Also wirklich erstaunlich, jetzt haben wir die Stage 1 gerade getestet. Das ist nur die Ansaugung, die komplette, der Ladeluftkühler. Und hätte ich selber nicht geglaubt, also definitiv haben wir um 26 PS mehr. Also hätte ich viel verwettet. Wir sind jetzt eigentlich bei dem Maximumpaket, was jetzt gerade geht, mit Straßenzulassung und eben der möglichen Werksgarantie von uns. Und jetzt als nächstes kommt jetzt die APR-Downpipe und dann hört quasi der legale Rahmen auf. Jetzt gehen wir so langsam in den motorsporttechnischen Bereich. Also Stage 1 Plus ist jetzt fertig und jetzt bauen wir noch Downpipe bei und die 300-Zähler APR-Cuts. Und dann testen wir wieder. Also wir haben jetzt alle richtig gut gegessen. Die Mechaniker sind nur 15 Minuten sitzen geblieben. Dann habe ich sofort die Cuts gebaut für Stage 2 und jetzt sind wir schon wieder am Prüfstand und jetzt machen wir die weitere Messung. So, Stage 2 sind wir jetzt fertig. Wir haben gemessen 507,91 PS und 657 Newtonmeter. Das ist jetzt nicht mehr so viel, wie wir bei der Stage 1 Plus gemessen haben. Stage 1 Plus war, ich glaube, 5 PS weniger und Newtonmeter sind wir eigentlich so ziemlich gleich. Wir haben verbaut jetzt eben unsere APR-Downpipe, aber mit zwei 300 Zellen Cuts, also kein Catless. Und weil wir in der Stage 2 Software mit dem Ladedruck eh nicht hochgehen, also wir bleiben hier bei 1,8, ist, ja, wir hätten uns noch ein bisschen mehr vorgestellt, so 5 PS, 5 bis 10 PS wäre noch schön gewesen, aber das ist jetzt die Messung und jetzt geht es weiter mit dem Stage 3 und da schauen wir mal, da freuen wir uns schon. Stage 1 Plus haben wir angeschlossen, jetzt haben wir Stage 2 gemessen, da haben wir Downpipe und die Cuts getauscht. Es sind nur mal 6 PS gekommen, ja, es ist was gekommen, wir hätten ein bisschen mehr gehabt, aber ist so. Aber die Mechaniker sind schon wieder voll drauf auf Stage 3, also einen größeren Turbolader und schauen wir, was da noch kommt. We'll be right back.
Jetzt sind wir hier in den fast schon, würde ich sagen, heiligen Hallen von Dutta Racing. Wir haben einen harten Tag hinter uns. Der Anlass von dem Tag war jetzt heute eigentlich, Dutta Racing ist jetzt seit kurzer Zeit eben offizieller APR-Händler. Und da haben wir uns einfach mal gedacht, okay, der Jürgen hat ja jetzt niegelnagelneu oder ja, vor kurzer Zeit einfach einen TTRS bekommen. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach mal alle Teile mit, die wir für dieses Fahrzeug anbieten, schauen mal vorbei und versuchen das alles an einem Tag durchzurattern. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal sagen, wir haben es zumindest geschafft. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir haben halt geschaut, dass wir können den Prüfstand heizen und niederkühlen. Wir haben wirklich geschaut, dass wir immer konstant 18 Grad haben im Prüfstandsraum. Und wir haben wirklich alle Zyklen immer gleich abgefahren. Und ich sag mal, die Werte sind zu 100% alles offiziell. Genau. Deswegen werde ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir denn heute alles so gemacht haben. Ich denke mal, wir sind jetzt am Ende des Videos. Wir haben ja Stück für Stück auch immer gezeigt, was wir verbauen und was welche Stage ist. Deswegen fasse ich jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen. Wir blenden euch das jetzt auch ins Video mit ein, weil sonst ist es ein bisschen schwer, euch das hier auf dem kleinen Zettel zu zeigen. Angefangen haben wir den Tag mit der Serienmessung. Da haben wir 409 PS gemessen. Danach haben wir angefangen mit unserer Stage 1 und hier haben wir das Ganze auch ein bisschen gesplittet. Wir haben ja einmal den Bereich wirklich für die Straße, da bieten wir unsere APR Care Garantie an, also nicht nur wir, eben jetzt auch der Jürgen, und auch das Ganze eben mit Straßenzulassung. Dahin eben ist die Stage 1 mit 476 PS. Danach sind wir einen Schritt weiter gegangen, haben eben Turbo Inlet verbaut, Open Air Intake verbaut und den Ladeluftkühler. Da sind wir dann auf 502 PS. Und wie gesagt, das war auch jetzt immer noch alles im Rahmen der Straßenzulassung mit Garantie, wenn ihr das wollt. Auch schon für die neueren Modelle, weil er hat jetzt einen Euro 6b. Auch schon für die OPF-Modelle ist das auch alles verfügbar. So, jetzt gehen wir in den Motorsport-technischen Bereich rein. Das ist dann eher so sein Bereich. Da haben wir dann eben unsere Downpipe verbaut. Wieder eine neue Software aufgespielt, die dann eben auf die Downpipe dann auch angepasst ist. Da sind wir dann auf 507, aufgerundet 508 PS gekommen. Und ich glaube, so die letzten 1 bis 2 Stunden haben wir jetzt mit dem grünen Abschluss verbracht. Wir haben unseren Turbo verbaut noch, unser Stage 3 Kit, und konnten da dann 582 PS rausbekommen. Und ja, ich denke mal, die Eindrücke, die wir da hatten, oder die Geräuschkulisse etc., die das Auto jetzt so produziert, die werdet ihr jetzt bestimmt auch schon im Video gesehen haben. Und ja, ich denke mal, so als Resümee war auf jeden Fall ein cooler Tag. Anstrengend. Perfekt, anstrengend. Ja, man muss auch wirklich sagen, also das Team von Dutta Racing ist schon wirklich, also die sind schon wirklich krass unterwegs. Da ist jeder packt an, da ist keiner, der irgendwie rumsteht, und das hat es uns jetzt auch wirklich möglich gemacht, diese ganzen Umbauten in wenigen Stunden jetzt zu machen. Klar, es ist jetzt 11 Uhr, aber wir waren 5-mal auf dem Prüfstand, 5-mal wieder in den oberen Stock, Werkstatt aufgebockt, weiter geht's, und das ist schon krass, auf jeden Fall. Um so zum Ende zu kommen, also wir von APR, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass jetzt Dutta zur APR Family dazugehört. Und ja, war ein geiler Tag. Ja, finde ich auch. Ich will mich auch nochmal bedanken bei meinem ganzen Team, was mich da so zahlreich unterstützt haben, und jeder voll motiviert. Sie waren wirklich nur 15 Minuten essen und schon wieder auf und weiter. Und auch danke nochmal an Luca für die super Unterstützung von APR. Also ich kann wirklich nur danke, danke sagen. War echt ein geiler Tag. Ja, dann würde ich sagen, auf die nächsten Monate, und mal schauen, klar, was uns da noch so erwartet. Alles klar. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video wieder. Passt, super. Danke. Ciao. Ciao, baba.